Schalten dauere Tage und funktioniere längst nicht in allen Netzen. Die Telekom räumte ein, dass eine solche Angebotsumstellung eigentlich Monate bräuchte. Probleme seien leider unvermeidlich. Lange erwarteter Rücktritt. Der umstrittene pakistanische Präsident Musharraf will am Mittwoch das Amt des Armeechefs niederlegen und kommt damit der Forderung der Opposition nach. Allerdings soll er danach als ziviler Staatschef für weitere 5 Jahre vereidigt werden. Machtprobe. 6 Tage vor den Parlamentswahlen in Russland bleibt der regierungskritische Oppositionsführer Garry Kasparov weiter in Haft. Kasparov war am Wochenende bei Demonstrationen gegen die Regierung festgenommen und zu